Alter, was geht ab, Latonge? Auf dem Weg zu einem Glückstausch. Alter, ich habe momentan so viel zu tun, so verplant bin ich. Ich wollte mich um 12 treffen mit Birgit für einen Glückstausch. Arctos gegen Arctos, Shiny. Mein einziges legendäres Shiny. Von den Vögeln. Inzwischen habe ich mehr, aber für lange Zeit war es das einzige. Ich habe es halt voll verplant und dann schreibt sie mir, ja, sie verspätet sich, weil sie war beim Zahnarzt oder ist beim Zahnarzt. Und ihr musste spontan noch ein Zahn gezogen werden, dementsprechend Treffpunkt verschoben, zum Glück. Also zum Glück für mich, Pech für sie. Ja, das machen wir jetzt und dann schauen wir mal. Alter, ich bin echt im Stress momentan, die letzten paar Tage, Wochen. Oh mein Gott. Die Schlange beim krassen Dönerladen ist nicht lang. Habe ich auch noch nie gesehen. Problem? 5,70, seitdem ich denselben Döner in Berlin für 3,50 gegessen habe, kann ich nicht 5,70 dafür ausgeben. Das ist echt nicht wert. Bend hier nebenbei den Trade ein. Birgit hatte doch keinen Arctos mehr am Start. Das einzige, was sie hatte, das war selber ertauscht. Deswegen haben wir jetzt Latias gegen Latias getauscht. Ist ziemlich schlecht geworden. Ich glaube, fast das Schlechteste, was geht. Aber ich habe ja auch schon 300er Latias, also zwei auf dem Main und einen auf dem Stein. Da kann ich mich nicht beschweren bezüglich guten IV und Latias. Ich muss sagen, aber jetzt mit dem Shiny Lucky, hatte ich echt Glück bisher. Das war so einer der ersten, die richtig schlecht geworden sind. Ansonsten 98er Lapras, 100er Kyogre, 96er Macholo, 96er Bablu. Also bisher eigentlich echt gute Sachen. Schauen wir mal kurz, was ich da alles habe. 96er Aerodactyl, 96er Despot, also eigentlich schon ziemlich gut. Ich suche erstmal einen ruhigen, kühlen Platz. Ist echt abnormal heiß. Ich war ja gestern live zur Kyogre Rage Stunde. Mein Handy ist einfach abgekackt, also ich habe auch die Nachricht bekommen. Überhitzung und so. Spiel zwei, dreimal einfach ausgeschaltet. Ich bin gespannt, wie es am Samstag wird. Vergesst nicht, 16 Uhr, nicht 15 Uhr, 16 Uhr bis 19 Uhr. Richtig komische Zeit. Ist für mich viel zu spät eigentlich. Also am liebsten hätte ich 11 bis 14 Uhr. Aber naja, selbst 15 bis 18 Uhr wäre noch okay, aber 16 bis 19 Uhr, also je später, desto schlechter an sich für mich. Auf jeden Fall, ja. Gestern gestreamt, es war so heiß. Es war nur eine Stunde. Raikou Day ist ja 3 Stunden, wie der Tag schon sagt, wie der Name. Bin gespannt, weil bisher hatte ich bei den Days nicht so viel Glück. Also zumindest bei Laudos, Zapdos habe ich keinen, Arctos habe ich einen, gerade mal so bekommen. Gengar war okay, da habe ich glaube ich ein oder zwei oder drei. Lapis war okay, da habe ich einen bekommen, aber auch nicht so viel geradet. Und jetzt bei Raikou schauen wir mal. Also ein Minimum. Also die Leute planen so um die 40 Raids circa. Ich weiß nicht, ob ich so viele machen will oder muss oder werde. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich so viele brauchen werde, aber einen will ich schon haben. Jetzt schauen wir erstmal hier. Können wir uns ein Shiny gönnen oder ein 100er oder 100er Shiny, muss nicht unbedingt sein, weil ich will 100er Shiny Lucky haben. Ist auf jeden Fall kein 100er. Das ist ein Shiny. Nee, noch nicht. Noch nicht. Wir sind am Hauptbahnhof, Leute. Es sind einige Stunden vergangen. Also eine Kollegin ist aus Berlin da und ich habe ihr ein paar Sachen gezeigt. Und jetzt trifft sie sich noch mit Tim, aka TZ. Und ich glaube, wir gehen ein bisschen farmen hier in München. Ich habe ihr ein paar Hotspots gezeigt, so ein bisschen was. Ich habe ja das Video vor, wo ich so einen München-Guide mache und euch München-technisch was zeige, die besten Orte. So ein Führer, Reiseführer und Pokémon Go-technisch natürlich. Da konnte ich jetzt schon mal so ein bisschen üben und ihr ein paar Sachen zeigen und da schon mal das Video planen. Ja, und wir machen jetzt, glaube ich, so eine Farmtour noch. Was sonst mit TZ? So, da vorne läuft TZ und die anderen. Immer sehr lustig, sehr spannend mit TZ zu gehen. Er ist so motiviert, das ist echt krass. Vor allem bei dem Wetter, aber seine Motivation färbt ab, sage ich mal.
wahrscheinlich checken. Leider nicht. Die Route fängt jetzt gleich an. Ich weiß nicht, ist mein Screen Recorder an? Screen Recorder ist an. Ich zeige euch mal, wie viele Fänge ich habe. 199.089, kurz vor 200.000. Der Update gibt es danach, wie viele Fänge ich geschafft habe. Jetzt muss ich mich ranhalten, sonst sind die weg. Mir ist gerade noch eingefallen, Stops wären vielleicht auch interessant für die Tour. Oder gute. Stops habe ich 155483. Okay, das mit dem Farm wird doch nichts. Unterbrochen durch ein Raid und durch Eis. Wer muss weg hier? Naja. Aber wir können gleich mal den Zwischenstand schauen. Also war eigentlich ziemlich gut. Durchgehend irgendwas gefangen, geworfen, gedreht, also. Optimiert ist sie noch nicht ganz. Ich setze mich da, glaube ich, nochmal ran. Grüße gehen raus an Marco. Dann schauen wir mal. Die Kollegin übrigens, die hat das, hat 300er Shiny Kyogre. Glaube ich, ich will nichts Falsches sagen. Wenn nicht, sie korrigiert mich dann ganz böse. Oder 6? Waren es 6? Ne, es waren glaube ich 6. 6 gefangen, 3 Gefangene, 3 Getauschte. Ja. Tut mir leid. Für die Fehlinfo am Anfang. 6 sind es glaube ich. Das ist schon heftig. Ansonsten geht hier nicht viel, Leute. Wir drehen noch die Runde zu Ende, dann muss ich auch schon wieder zum Bahnhof und dann packe ich es nach Hause. Dieses Video schneiden, arbeiten. Dann beginnt auch schon Freitag. Freitag will ich jetzt eine Tour machen mit diesen neuen E-Roller-Scootern. Ich denke, da kann ich meine Arena-Tour verbessern. Kann ich natürlich nicht immer machen und unbegrenzt, weil das schlägt schon aufs Konto dann. Der ist auch nicht mehr lange da, danach ist auch schon Gordon wieder zurück. Ich weiß nicht, ob Gordon eine legendäre Rage-Stunde bekommt jetzt, weil er war ja schon mal letztens da und hatte eine Rage-Stunde. Wir schauen. 23.11 ist nicht gut. Shiny Check. Nee. Wir sind zurück, Leute. Alter, ist echt viel zu warm zum Zocken. Erderwärmung und sowas. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus an Tim, aka TZ. Der läuft immer noch rum, seine Pokémon fangen, auf seine Fänge kommen. Grüße gehen raus an die Magie, aka Mani. Sie hat übrigens, ich habe nochmal nachgefragt, 600er. Drei davon sind Shiny. Ich glaube, 2 gefangen, Shiny 100 und einen ertauscht. Und 3 normale 100er, nicht Shiny. Gute Fahrt zurück nach Berlin. Und wir haben noch Neuigkeiten reinbekommen. Denn Jubiläum. 3 Jahre Pokémon. Ah, wie schnell die Zeit vergeht. Wir zocken das jetzt schon 3 Jahre, Leute. Das Jubiläum hat es in sich. Ich schaue es mir mal kurz an für euch. So, alles Gute zum 3. Geburtstag. Pokémon Go. Also erstmal auf dem Bild ist Pantimimi zu sehen und die Gen 5 Starter. Müsste also demnächst kommen. Also neue Pokémon, immer gut, bisschen was zu tun. Trainer, alle guten Dinge sind angeblich 3. Jede Pokémon-Reise beginnt mit der Wahl zwischen 3 Pokémon. Du hast dich auf deiner Pokémon-Go-Reise einem von 3 Teams angeschlossen. Team Instinct! Und heute feiern wir den 3. Geburtstag von Pokémon Go. In den letzten 3 Jahren haben wir viel erlebt. Oh ja, Mann. Allein wenn ich so auf den Kanal schaue und da so durchscrolle. Home Reacts, oder? Echt geile Sachen mit dabei gewesen, die geilsten Momente. Nostalgie pur. In den letzten 3 Jahren haben wir viel erlebt, an das wir uns gern zurückerinnern, auf jeden Fall. Zur Feier dieses Meilensteins könnt ihr euch auf Folgendes freuen. Neues ab dem 28. Juni um 22 Uhr, das ist morgen. Schillernde Alola-Pokémon, einfach alle Alolas, shiny am Start. Radfrat, Sandan und dementsprechend natürlich die Entwicklungen. Vulpix, Dicta, Mauzi, Kleinstein, Slimer und Kuckuck, also einfach alles. Weil Knorga gibt's ja schon und Raichu gibt's ja auch schon. Teamleiter-Items für deinen Avatar-Shop. Ja, wen es interessiert. Also mich eigentlich schon. Neue Avatar-Sachen. Vom 28. Juni bis 6. Juli, okay? Ein alter Bekannter kommt zur Party. Einmal pro Tag kannst du einem Pikachu mit Partyhut begegnen. Und ich darf nicht vergessen, muss heute noch Farbigel abholen. Den vergesse ich so oft und ich will einfach nur die Schnappschussmedaille vollbekommen. Danach mache ich den nie wieder, weil ich habe schon 100er. Ups, den habe ich schon länger, aber nie verraten. Ich habe immer auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, aber jetzt wisst ihr es, 100er Farbigel am Start. Naja, auf jeden Fall, Party und Pikachu kommt wieder.
im Schnappschuss und Partyhut Pichu aus den Eiern. Und ihr wisst ja, Partyhut Pichu mit Shiny ist eines der seltensten Shiny. Also nutzt die Gelegenheit. Und jetzt, das ist krass, vom 28. Juni, also morgen, bis zum 2. September, das ist einfach so ein Monat, der ganze Juli halt, Boost-Forschung. Das check ich so gar nicht. Das kann mir gerne jemand erklären, ich check das so gar nicht. Diese Spezialforschung ist nur diesen Sommer und nur für Spieler ab Level 10 verfügbar. Informiert eure Freunde also über diese Chance, wieder in das Spiel einzusteigen und tolle Belohnungen einzusteigen. Ich check nicht, ist das eine Spezialforschung jetzt für alle? Oder ist das nur für neue Spieler und Wiedereinsteiger? Und dann Raid Boni. Wenn ihr mit Freunden zusammen Raid-Kämpfe bestreitet, könnt ihr die Raid-Bosse schneller besiegen und zusätzliche Gemäherbälle bekommen. Ich meine, mit besten Freunden kriegt man eh schon ziemlich viel. Jetzt kann man irgendwelche Duo-Versuche machen, die noch extremer sind. Und reduzierter Sternstab beim Tauschen, ein Viertel weniger. Also zum Beispiel mit besten Freunden, was komplett Neues, was 40.000 kosten würde, kostet nur noch 30.000. 10.000 billiger. An sich ist es jetzt nicht so episch. Eine Menge fette, eine fette Welle an Shiny. Die ganzen Alolas. Das ist schon mal cool. Ansonsten, ja, haben wir halt die drei Bonis von den drei Go-Festen. Das reicht natürlich jetzt für Juni, Juli, August. Dann jetzt zum Beispiel am Samstag, Raikurate Day. Also übermorgen. Aber ja, ist doch eine coole Sache. Vor allem die Shinies. Weil Shiny ist ja momentan Content in dem Spiel. Dementsprechend viel neuer Content. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Das war es auf jeden Fall erstmal von mir, Leute. Ich bearbeite jetzt so schnell das Video und haus heute noch raus. Ich würde mal sagen, Glückwunsch, alles Gute zum dritten Geburtstag an uns alle, dass wir immer noch zocken. Harry Potter Go ist jetzt draußen, aber ich denke, Pokémon Go ist da immer noch sehr stark vertreten und auf viele weitere Jahre, sag ich mal. Ja, das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Seit 3 Jahren.